angespülte Wrackteile an der libanesischen Mittelmeerküste. Mit Hochdruck läuft die Suche nach möglichen Überlebenden des Absturzes einer äthiopischen Passagiermaschine. Kurz nach dem Start in der Nacht ist eine Boeing 737 der Ethiopian Airlines vor Beirut ins Meer gestürzt, mit 90 Menschen an Bord. Ein deutsches Schiff der UN-Mission UNIFIL koordiniert den Sucheinsatz. Das Versorgungsschiff Mosel stimmt die Arbeit an der Absturzstelle mit Einheiten der libanesischen Marine, einem deutschen Minensucher und mehreren Hubschraubern ab. Bei Angehörigen der Insassen am Flughafen von Beirut herrscht Fassungslosigkeit. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrscht stürmisches Wetter. Augenzeugen berichten über einen Feuerball am Himmel. Zunächst 18 Menschen können nur noch tot geborgen werden. An Bord befanden sich 54 libanesische Passagiere, 22 Äthiopier, ein Iraker, ein Syrer, ein libanesischer Kanadier, ein Russe, eine Französin, zwei britische Libanesen und 7 Besatzungsmitglieder. Libanons Regierungschef Saad Hariri räumt der Suche nach Überlebenden des Absturzes höchste Priorität ein. Auch die Blackbox der Boeing hoffen, die Suchteams zu finden. Sie soll Auskunft darüber geben, warum die Passagiermaschine über dem Mittelmeer abstürzte.